Der Fiat Ducato 8, er ist verfügbar. Wir sind in Altenhofen, das ist in Nordrhein-Westfalen, direkt an der Grenze zu Belgien und der Niederlande, in der Nähe von Aachen. Ja, ich grüße dich, Andreas. Hallo Sven, grüß dich. Guten Morgen. Ja, du hast eine Riesenausstellung, muss man sagen. Und du hast etwas ganz Besonderes. Du hast die 2022er Modelle sofort verfügbar. Das ist ja das, was viele Leute sagen. Ja, es gibt ja keine Autos mehr. Nein, man muss unterscheiden zwischen, ich sag mal, Fahrzeugen, die geordert worden sind, speziell auf Bestellung. Wenn ich sage, ich hätte gerne den Türgriff in Silber oder so irgendwas, ja, dann muss man die extra bestellen. Und ihr habt Lagerfahrzeuge, ja. Wenn du mich mal gerade aufklärst, was ist das für ein Auto? Also das Fahrzeug, wo wir jetzt hier dran stehen, ist ein Malibu 600 DB, Komfortklasse halt, 22er Modell, wie du schon gesagt hast, und ist in einer relativ schönen, schlichten Kombination hier stehend auf dem Hof. Also so quasi der klassische Kastenwagen. Ja, man muss sagen, er kostet rund 59.000 Euro. Das ist eine Wertanlage in Malibu, gerade ein Fiat Ducato 8, muss man sagen, wird extrem gefragt werden, weil es sind die allerersten Modelle. Ja. Ihr habt welche bekommen, muss man sagen. Also ich sag mal, viele bauen ja noch auf dem alten 7er auf, aber das ist ein 8er, wenn man sich da mal reinschaut. Das sieht fast aus wie ein VW-Bus innen vom Design her. Die haben wirklich, ist ein Meilensprung, oder? Ja, das ist so. Also wir haben den 8er hier aus und drei schon mit dem kompletten digitalen Armaturenbrett drin, also mit dem neuen Kombi-Instrument. Das ist schon echt Meilensprung. Jetzt vom Armaturenträger ist jetzt schon relativ gleich geblieben, aber das Infotainment-Paket beispielsweise mit dem Cockpit-Instrument ist schon eine ganz andere Nummer geworden. Ja. Ja, wenn viele liebäugeln ja mit dem Mercedes-Benz, man muss sagen, der Innenraum ist beim Fiat Ducato einfach kastenwagenmäßiger. Wir haben, ich sag mal, hier keine Rundungen, es sind keine Designelemente, die irgendwie den Innenraum verschmalern. Du hast unglaublich viel Platz im Kastenwagen. Man muss wirklich sich in beide Systeme einfach mal reinpressen, sage ich jetzt mal. Und das ist der Grund, warum Carthago auch im Moment auf Mercedes-Benz keine Kastenwagen anbietet. Es ist, wer jemals drin war, schon sehr eng, oder? Ja, dass das du gerade sagst, das ist genau der Punkt. Der Mercedes Sprinter ist sicherlich ein ganz, ganz tolles Chassis, aber der ist nur mal 10 cm schmaler. Und ein Kastenwagen ist ja jetzt sowieso schon mal, ich sag mal, ein Kompromiss in der Breite. Und der Fiat Ducato ist da halt im Grunde genommen das Sinnigste als Chassislieferant, was man halt im Moment auf dem Markt so bekommen kann. Und von daher ist für Malibu bzw. für die Carthago-Gruppe an der Stelle im Moment noch der Fiat tatsächlich die erste Wahl. Ganz sicher denkt man auch über Mercedes-Benz nach. Allerdings muss dann halt auch viel bei uns im Möbelbau dann halt geändert werden, eben auf das schmalere Fahrzeug angepasst werden. Viel schmaler, das heißt, es verjüngt sich nach oben, nach hinten, nach überall. Überall. Das ist also wirklich ein ganz tolles Fahrzeug, wenn man halt Paletten transportieren möchte oder man möchte mal 8 oder 9 Personen transportieren. Aber man sieht hier schon die Maße. Wenn du mal gerade hinten mal aufmachst, bitte, dass wir mal sehen, du machst da auf und du hast einfach keine Einschränkungen, was unter anderem zum Beispiel das Thema Querschlafen geht, genau. Da brauchst du keine Backen wie bei Mercedes. Das wollte ich gerade sagen. Beispielsweise so ein Grundriss hier wäre bei einem Sprinter ja nur möglich, wenn man halt rechts und links diese Backen halt einbaut, die man immer halt sieht, damit man überhaupt mit seinem Kopf und mit den Füßen halt irgendwo liegen kann. Das geht bei einem Fiat Ducato ohne Probleme, ohne die Karosserie anzufassen. Ne? So, ich muss eine Lanze brechen für diese Holzfarbe. Ganz oft haben wir die gezeigt, haben die gesagt, warum in Gottes Namen baut Carthago immer noch diese Holzfarbe. Du sagst, sie wird so stark verlangt, im Moment immer noch dass sie nach wie vor weitergebaut wird, ja, weil es was ganz Edles ist. Ja, das ist absolut richtig. Ich persönlich kann gar nichts zu der Farbe sagen, weil ich die schon immer sehe in den Carthago und Malibus, die wir verkaufen. Die gibt es ja schon immer gefühlt, diese Farbe. Und genau das ist aber auch der Punkt, wofür wir sie nicht aus dem Programm nehmen. Es gibt Leute, die wirklich daherkommen und sagen, ich finde das so gediegen, ich finde das so gemütlich und ich möchte genau diese Stiefel in meinem Kastenwagen wiederfinden. Das Klinische und das Helle und Weiße, was man in vielen Kastenwagen heute findet, finde ich auch sehr schön, aber ist eben eine andere Geschichte nochmal. Wenn man auf Gemütlichkeit setzt, glaube ich, ist das eher so der Favorit, wo ich sage, da fühle ich mich drin wohl. So, die Carthago Zentrale liegt wo, in welchem Bundesland? Die Carthago Zentrale liegt in Aulendorf, also Bundesland Baden-Württemberg, Aulendorf bei Ravensburg. Ne? So, schöne Details sieht man hier. Genau. Das Ganze wird, ich sag mal so, wenn man reinkommt, so ein bisschen erinnert es mich an Schiffbau.
Ja, also ich sage mal, das sind ja auch echte Landjachten am Ende des Tages. Habe ich das auch schon wieder gesagt am Ende des Tages? So. Ich habe es schon wieder gesagt, es fängt schon wieder gut an. Genau. Hier wird wirklich bis ins Detail gedacht. Also alleine, dass das Fenster hier halt hier nochmal so einen Schutz ein hat, wo dann nicht das Kopfkissen oder das Plümo reinwandert, um dann mir das Rollo beschädigt. Das sind so Kleinigkeiten, wo die einfach dran denken, auch dass das Fenster schön ab. Gesetzt ist hier mit dieser Isolierung, die davor sitzt. Aus der Luftfahrt kennt man das. Aus der Luftfahrt, genau, bei der LTU oder sonst irgendwo jetzt fliegt. Ja, genau. So, das nächste ist, man sieht hier die Breite. Also Wahnsinn, wie breit das Auto ist im Vergleich zu vielen anderen Installationen, die man hat. Also ich denke auch an VW T6 und so weiter. Das sind Alltagsfahrzeuge, die du dann bewusst als PKW einsetzt. Genau. Hier muss man sagen, Länge hier von dem? Ja, 6 Meter halt. Sechs Meter, das also, geht, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also so ein 600er dB oder auch der 540er, der ja nochmal 60 cm kürzer ist, sind für mich Fahrzeuge, die ich absolut auch als PKW-Ersatz im Alltagsgebrauch mit einsetzen kann. Damit kann ich auf einer ganz normalen Parklücke mehr oder minder schon parken. Das hört beim 640er dann natürlich schon aus. Der ist dann, der steht dann vorne und hinten schon ein bisschen über. Aber so ein 600er, den kann ich ganz täglich nutzen. Mach mal zu die Tür, dass wir mal hören. Ich bin ja so Türfetischist. So, das Ganze fängt ja an in der Dämmung, wenn du mal so einen Serien-Ducato einfach mal zuschlägst, DPD-Auto, macht's Klong, die sind einfach nicht gedämmt. Blech. Da wird recht viel Aufwand reingesteckt. Ja. Genau, richtig. Also wir haben ja eine vernünftige Isolierung in den Fahrzeugen drin. Das hatte ich ja schon mal in einem Video gezeigt, was wir auf der Messe in Düsseldorf waren, wo man halt die Isolierung des Fahrzeugs sieht. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken, wenn wir beispielsweise im Bad sind. Da gibt es ein Fach, wenn wir das aufmachen, dann sehen wir die Isolierung, die Karthago bzw. Malibu da verbaut. Das ist schon ein relativ großes Kino, damit eben halt keine Kältebrücken und damit auch ein Klangbild stimmt. Ne? So, wenn du mal gerade, genau, Klangbild bitte. Ja, Klangbild, ganz wichtig auch hier dieser Mikrofaserbezug, den wir auf den Wänden und auch auf dem, im Dachbereich halt haben. Der ist also auch unterschäumt, der ist also weich. Auch der trägt enorm zur Raumakustik in unseren Kastenwägen bei und der hat eben die Eigenart oder die Besonderheit, dass er eben Feuchtigkeit, die ich eben in der Nacht halt ausschwitze, dementsprechend halt aufnimmt und über Tag wieder langsam abgibt. So setzt sich diese Luftfeuchtigkeit nicht gleich an Scheiben ab und läuft mir dann halt morgens da an der Windschutzscheibe oder so runter. Andreas, mach mal bitte hier mal hoch, dass wir mal sehen. Ja. Man kann es multifunktionell benutzen. Ja, ganz genau. Hier ist jetzt der Umbau natürlich fürs Bett da. Wenn du das rausnimmst, hast du diesen ganzen Platz, den wir sehen. Genau. Um was zu transportieren, brauchen wir jetzt nicht machen. Dann hast du Lattenrost drunter, ganz genau. Richtiges Lattenrost. Ganz genau, ich habe Lattenrost drunter und diese drei Aluminiumschienen, die da sind, um quasi halt jetzt, wo das Bett halt drauf liegt, die kann ich wegnehmen. Die werden dann hier oben links, wo diese Schnallen halt sind, werden die eingeschnallt und dann kann ich das Bett halt eben dementsprechend so hoch. Fahrräder. Hochbinden. Ich kann Fahrräder reinmachen oder ich sag jetzt mal Motorrad oder so etwas, das ist kein Problem. So, was ist hier drunter unter dem Grauen eigentlich? Da hinten rechts hat der Kleiderschrank drin, wenn wir gleich von innen filmen, dann können Es gibt einen Kleiderschrank. Ganz genau. Der hat sogar zwei Kleiderschränke. Warte, ich zeig mal gerade hier kurz rein. Genau. Sorry, wenn ich dich unterbreche, weil du hältst das gerade so schön. Wenn du mal gerade loslässt auf meiner Seite. Ja, genau, lass mal los. Genau. Da können wir da mal reinfilmen. Das ist der Elektroblock. Genau, hier haben wir auf der linken Seite haben wir den Sicherungskasten, also mit FI-Schalter und 220 Volt Absicherung. Dann habe ich hier nochmal ein Fach. Das kann ich halt dementsprechend öffnen. Darunter habe ich dann die Truma 6 sitzen. Die fette, genau. Also der heizt richtig. Also für mich ist die Heizung schon fast überdimensioniert im Kastenwagen. Die Vierer hätte es dicke getan, aber nicht kleckern, sondern klotzen. Wir haben die Truma 6 drin. Elektro auch und drin? Und die heizt auch richtig. Ja, Elektro ist eine Option, die kann man halt dazu wählen. Das ist überhaupt kein Problem. Serienmäßig ist die ganz normale Truma 6, die halt auf Gas dementsprechend läuft. Man muss sagen, du bist nicht der Spezialist für Kastenwagen üblicherweise. Du hast eigene Verkäufer. Ja. Was kommt denn, wenn jemand Spezialist ist für Kastenwagen? Kennen die dann jede Schraube bei euch im Laden? Ja, das ist so. Also ich habe zwei Verkäufer, die nichts anderes machen wie Kastenwagen bei uns im Haus. Das ist der Marcel und der Tim. Die sind spezialisiert auf den Kastenwagen und die kennen wirklich absolut alle Variationen etc. Ich meine, ich glaube, ich kenne mich schon recht gut aus, aber die sind dann so richtig tief im Detail, weil die auch jeden Tag diese Autos verkaufen.
laufen. So, kleines schönes Detail ist hier diese Zwischenstufe, die du hast, wo du Gepäck ablagern kannst. Sehr, sehr schön. Dann alles ist hinterlüftet. Das heißt also, die Truma 6 auch sehr leise, weil du schläfst ja auf der Truma quasi. Ja. Die ist kaum zu hören, oder? Nein, weil die so stark ist, die Heizung, braucht die eben nicht mit einer hohen Gebläseleistung zu arbeiten. Weil was hört man bei der Heizung? Man hört den Zündaugenblick, also wenn die Heizung halt quasi startet. Und man hört dann, wenn eben das Gebläse läuft, um dann eben die warme Luft in den Fahrzeuginnenraum zu pusten. Und da die eben so eine unheimliche Stärke hat, kann die mit einer relativ geringen Strömungsgeschwindigkeit arbeiten und man hört sie fast gar nicht. So, das ist der Ausgang, die Kassettentoilette, die da ist. Genau. Die können wir uns gleich mal innen anschauen. Ja. Ich war selbst überrascht. Das erste Mal bin ich ja unterwegs mit Kassettentoilette. Sie hält viel länger, als wie ich glaubte. Ja, wenn du alleine unterwegs alleine bist, ewig. Solltest du da 5-6 Tage mit hinkommen. Im Regelfall, ich meine, ich kenne deine Verdauungstrakt. 5-6 Tage, ja. Ja, das kommt krass. Hin. Ja, ja, genau. Und mit einer Family kommt man da auch 2 Tage, kommt man eigentlich immer hin. Ja. Aufgabe Trockentrenntoilette, wenn das unbedingt jemand haben möchte, habt ihr das schon mal rangewagt? Die Frage hast du mir schon mal auf der Messe gestellt. Jetzt kamen die ersten Anfragen dazu. Allerdings hat sich noch kein Kunde entschieden und sagt, ich will eine Trockentrenntoilette haben. Bitte baut sie mir ein. Bis jetzt haben wir noch keine verbaut. Also tatsächlich so, nicht. Also 2022er Modelle sind weiß, muss man sagen. Ja, nicht alle. Nicht alle, also es gibt aber schon noch Farbe. Allerdings ist es ganz, ganz stark eingeschränkt aufgrund der Bandkapazitäten, die Fiat gerade hat. Und der Rückstände versucht man natürlich möglichst viele Bauplätze über das Modelljahr zu retten. Und dann hat man gesagt, da ist halt jede Farbe in der Kombination ein Hindernis. Wir grenzen ein auf das Nötigste, was man so müssen. Du sagst aber, wenn einer kommt und sagt, er möchte einen Schutz haben fürs Auto, Thema Folierung, ja, egal ob klar oder völlig spielt keine Rolle, einfach nur sagen, ja, ihr könnt das ausliefern mit Folierung. Das heißt, er kann sagen, ich möchte gerne in Silber haben komplett. Ganz genau. Also wir können Fahrzeuge folieren in jeder x-beliebigen Farbe, so wie man es halt haben möchte. Und was ich sowieso generell immer empfehle, ist bei Reisemobilen die Fahrzeuge sowieso mit so einer Steinschlag-Schutzfolierung, man kennt das aus dem Sportwagenbereich, um die Front vor Steinschlägen zu schützen, folieren zu lassen. Zumindest im oberen Bereich des Fahrzeugs, also so beim Malibu würde sich das anbieten, bis hier beispielsweise, weil ein Kastenwagen oder ein Reisemobil ist ja immer hoch und wenn ich auf einen Campingplatz, Stellplatz fahre, habe ich meistens mit den Sträuchern und Ästen zu tun, die im oberen Bereich sind und dann mache ich mir halt diese Kratzer. Und diese Steinschlagschutzfolie, es gibt eine sogenannte selbstheilende Steinschlagschutzfolie, da geht man dann mit dem Heißwassergerät drauf oder mit dem Warmluftföhn, Temperatur größer 60 Grad, sind die Kratzer weg. Machen wir bei sehr vielen Reisemobilen, habe ich auch bei meinem eigenen Fahrzeug. Das ist also wirklich Gold wert. So, wir haben tolles Wetter. Heute filmen wir Anfang November. Es ist noch warm, aber du sagst, wenn Leute damit unterwegs sind, du bietest an gegen Aufpreis, dass ihr ihn unten drunter richtig, ich sag mal, winterfest machen können. Das Thema Salz ist ja nach wie vor ein Problem. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, okay, der ist schon gut gemacht, ja, ist so. Aber wenn einer so richtig das Fett in alle Dinge reinhaben möchte, da habt ihr Spezialisten, die freuen sich schon drauf, oder? Ja, also wir machen auch unter Bodenschutz bzw. Versiegelungen unter den Fahrzeugen. Es ist ja nicht mehr so wie früher. Man guckt heute unter so ein Auto und sagt, da ist ja gar nichts drunter. Natürlich sind die heute auch schon von den Herstellern so versiegelt, dass da eigentlich nichts drankommt. Natürlich kann man alles perfektionieren. Es ist aber heutzutage so, dass Fahrzeuge nicht mehr wie früher komplett mit Unterbodenschutz zugehaucht werden und man sieht eine schöne schwarze Unterbodenschutzschicht und darunter gammelt das Blech daher. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ne? Also die sind grundsätzlich, aber wenn jetzt einer sagt, ich will aber ein neues Fahrzeug unbedingt, ruhig anfragen. Das heißt, ihr könnt die innen, ihr könnt die mit ich sag mal Offroad-Wachs, mit allem bloß aufpassen. Hohlraumkonservierung. Hohlraumkonservierung, genau. Das kann eine Sauerei geben, aber das sagst du den Leuten vorher. Das wird eigentlich keine Sauerei, da kann man ja dementsprechend sauber arbeiten. Das heißt, es werden Dinge abgeklebt und da, wo auch keine Konservierung halt hin soll, das wird dann dementsprechend geschützt. Und dann kann man Hohlräume, die kann man konservieren. Wie gesagt, das ist alles schon werkseitig. Man kann das natürlich auch in die Spitze treiben. Das ist immer die Frage, wie lange fährt man so ein Fahrzeug? Ich erlebe oftmals, die Leute betreiben einen extrem hohen Aufwand, wenn sie das Neufahrzeug bekommen. Da wird Hohlraumkonservierung gemacht, Keramikversiegelung etc. Gut, Keramikversiegelung, das ist was, das sollte man eh alle 3-4 Jahre, wenn man es macht, erneuern. Aber die Hohlraumkonservierung, da freut sich dann der Kunde drauf, der das Auto mal kauft, wenn es 8, 9 oder 10 Jahre alt wird. Die ersten 8 bis 10 Jahre ist das Auto ja, eigentlich sieht das ja immer aus wie neu. So, komm, wir gehen mal gerade ein Stück zurück, dann erzählen wir mal die Historie vom Fiat Ducato. Er heißt in Amerika Ram, muss man sagen. Dort fährt die Kiste rum. Das Ding ist weltweit ein Riesenverkaufsschlager. Du hattest noch nie einen Motorschaden, muss man auch sagen, ja. Es gibt keine Motorschäden, die du kennst, oder? Nee, Motorschäden hatten wir noch überhaupt gar keine. Es gab schon mal bei den alten Generationen
Generationen, wo man noch dieses automatisierte Schaltgetriebe hatte. Da hatte man schon mal Probleme gehabt, dass das ein oder andere Getriebe mal den Geist aufgegeben hat. Aber das waren auch wirklich nicht die Massen. Das waren von all den 100 Fahrzeugen, die wir im Jahr verkaufen, waren es vielleicht mal 2 oder 3. Ich glaube, prozentual ist das noch ein normaler Rahmen. Hier bei den neueren Ducatos, also schon mit dem Automatikgetriebe, das mit der Wandlerautomatik ausgestattet ist, da haben wir bis jetzt erst einen einzigen Schaden gehabt. So, Fliegengitter war immer ein Problem beim Ducato. Ist hier perfekt gelöst? Ist hier perfekt gelöst, auch über die ganze Breite. Das schließt auch relativ formschlüssig. Und vor allen Dingen, das hält auch mal einen richtigen Wind aus, sodass also nicht dementsprechend jetzt hier, wenn Wind kommt, das Ding dann im Auto halt dementsprechend liegt. Und es ist so gehalten, dass der Hund es auch sieht. Du weißt, ich habe jetzt auch einen Hund. Und nicht, dass der, sobald die erste Katze vorbeiläuft, durchs geschlossene Fliegengitter springt. Ne? Ganz schön sind halt solche Detaillösungen halt. Ich kann hier den Küchenblock halt dementsprechend verlängern mit einem Handgriff. Habe hier nochmal eine Arbeitsplattenerweiterung, klappt das hier wieder zurück. Hab hier die Möglichkeit, den Tisch einzuhängen. Wobei ich mich jetzt gerade wundere, da ist ein Tisch drin. Ich frage mich, warum hinten drin oder im Kofferraum. Das ist ein Doppeltisch. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja jetzt, wie du schon gesagt hast, es gibt Spezialisten bei uns, dass wenn du die Option Einhängeleiste bestellst, dass Malibu gleich einen zweiten Tisch dazu liefert. Das wird sicher. Ist das eine Option? Nein, ja, also die Einhängeleiste definitiv. Die kostet irgendwie so 50, 60 genau, Euro. Aber zwei Tische sind nicht serienmäßig. Da muss man schnell loswerden. Du bist ein 1,80 Meter? Ja, 1,82 Meter. Geh mal rein. Denn das Coole ist das Thema Stehhöhe. Ich zeige mal gerade den Aufbau. Ihr habt was ganz Besonderes. Ihr habt im Fußbereich einen Doppelboden installiert, der sogar so gut zugänglich ist, dass manche Kastenwagenfahrer jetzt sagen, warum habe ich keinen Malibu? Guck dir das mal an. Ganz genau. Der bleibt von allein stehen. Ganz genau. Der bleibt von alleine stehen. Der hat also drei richtig stabile Aufsteller hier. Die sind aus Metall gehalten, vernünftig federbelastet. Also ich kann ab hier schon loslassen und dann zieht er sich automatisch zurück. Und das ist relativ groß, das Fach. Da kann ich Schuhe reinmachen, Kabel, da kann ich aber auch einfach nur Lebensmittel reinmachen oder auch irgendwelche Technik, die man nachrüstet, die kann man hier sehr gut. Und es wird warm, das ist der Riesenvorteil, das heißt, du hast immer warme Füße an der Stelle, korrekt. Du hast die Ausbläser, wenn du mal gerade zumachst bitte, da sieht man auch mal an der Seite, das Ganze ist auch so imprägniert an der Seite, dass reinkommendes Wasser von der Seite dem gar nichts ausmacht. Nein, überhaupt nicht. Gar nichts. Also die Kanten, die Schnittkanten sind auch dementsprechend versiegelt. Genau, wenn du mir das gerade nochmal zeigst, sorry, also das ist ein sehr schönes Detail. Ja, die sind. Und das hier sieht, ja, die sind komplett zu. Genau, die sind versiegelt, sodass also Feuchtigkeit ist hier in das offenporige Holz nicht einziehen kann. Ne? Ganz wichtig auch noch zu diesem Podest, es ist nicht nur nützlich, dass ich hier halt eben dementsprechend irgendwelche Dinge unterbringen kann. Es ist auch so gearbeitet, und das ist mir bei vielen Kastenwagen-Wettbewerbern aufgefallen, dass wenn ich hier sitze, dass ich also auch eine vernünftige Sitzposition habe und nicht meine Beine jetzt hier so irgendwo in der Luft rumbaumeln, sondern ich kann mich hier vernünftig hinsetzen und kann eben auch noch über diese Tischverlängerung, die hier ist, die ich ausklappen kann, kann ich hier auch noch im Grunde genommen, sag, wenn ich den Stuhl jetzt ein bisschen vorfahre, kann ich hier auch noch mein Frühstück zu mir nehmen. Ja, spätestens jetzt sind viele Mercedes-Benz-Fahrer überfordert, denn das Thema Breite muss man allein mal zeigen. Ich zeig mal gerade was, dass du das mal siehst. Du sitzt jetzt drin und wenn du dich mal gerade mal hinsetzt zu mir, also einfach mal gerade, dann guck dir mal diesen Platz an, den du in der Mitte hast. Ja. Das ist, also das Fahrzeug ist sehr breit, dann ich sag mal, was allein schon ein Hammer ist, ist natürlich das Thema Stehhöhe. Wir haben kein super Hochdach. Also das ist so, genau, wenn du dich mal gerade hinstellst im tiefen Bereich und du bist jetzt 1,80 Meter, das geht. 1,82 Meter. 1,82 Meter. Ja, stimmt. Die 1,80 kommen noch mit den Jahren. Genau. Das ist lustig. Mach mal auf, da oben ist ein großes Staufach. Genau. Genau, das ist ja die Komfortklasse hier halt und dieses Fahrzeug ist halt jetzt noch mit diesem, ich sag mal, sehr nützlichen Staufach. Es gibt Leute, die sagen, da möchte ich auf gar keinen Fall drauf verzichten. Es gibt natürlich noch Varianten wie beispielsweise das Coupé oder der GT, was wir uns später vielleicht noch anschauen. Da ist dieser Staukasten weg, hat auch Vorteile. Ich sag nur, für den Hardcore-Camper ist natürlich Stauraum durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Stauraum. Und deswegen kann es sein, dass der eine oder andere sagt, nein, das Fach möchte ich auf jeden Fall. Du siehst also hier... Da ist normalerweise immer die Heizung drin, genau. bei vielen Wettbewerbern. Ja. Und hier habt ihr Stauraum. Genau, wir haben hier Stauraum. Wir nutzen dieses Fach sehr gerne. Warte mal ganz kurz, ich muss mal reinfilmen. Wenn du mal irgendwie das hinkriegst, dass ich runterkomme. Wir haben so harte Sonne im Moment. Ja. Und das Geile ist hier, sorry, das Gute hier ist, dass du die Heizung wahlweise öffnen kannst. Du kannst sie aber auch verschlossen halten. Genau. Das heißt, wenn du mal hier temperatursensitive Dinge lagern möchtest, dann kann man die Temperatur ein bisschen absenken. Genau, das ist richtig. Du hast gesehen, ich kann hier mit einem Handgriff, kann ich das wirklich aufklappen, muss also jetzt dann noch nicht mal zwei. Jetzt pass auf, jetzt kommt es noch besser. Und hier habe ich nochmal ein riesen Staufach.
da kriegst du wirklich alles rein. Töpfe, Pfannen oder Thermomix, was schon mal so gerne mitgenommen wird. Hab hier nochmal diesen kleinen Winkel, der da hinten entsteht, nochmal nützlich einen Mülleimer eingebracht, wenn das auch jetzt nur was ist, tatsächlich für das Halbtagesgeschäft. Da bist du mehrfach am Tag mit Müll. Ja, da könnte man aber auch natürlich so Sachen reinmachen, wie irgendwelche Müllbeutel, Schuhputzzeug. Genau. Ja. So, jetzt kommt es noch besser. Wende dich mal gerade bitte an das Lenkrad setzt. So richtig so, wir zwei fahren jetzt mal in Urlaub. Dann kann man nämlich mal das Fiat Ducato 8 Cockpit zeigen. Genau. Diesmal als 6-Gang-Schalter, immer noch sehr beliebt. Genau, immer noch sehr beliebt. Ich sag mal klar, die Automatik, muss man natürlich auch sagen, haut auch direkt gleich ins Budget rein. Die machen einen super Job, aber roundabout 3.000 Euro für jemand, der mir die Schaltung abnimmt, nämlich ein Automatikgetriebe, ist schon verdammt viel Geld. Und ein Wohnmobil nutze ich ja für gewöhnlich, ich sag mal, im langen Streckenverkehr. Das heißt, ich fahre hier auf die Autobahn und fahre dann 300, 400, 500 Kilometer am Stück Autobahn. Da brauche ich den Schalthebel im Grunde genommen ja fast gar nicht mehr in die Hand zu nehmen. Ganz genau. Aber wer es haben möchte, ich habe ein Tempomat hier mit drin. Genau. Das heißt, ich kann folgen. Jetzt Abstandstempomat habe ich nicht, aber das gibt es optional sogar in Zukunft. Ich habe einen aktiven Spurhalteassistent drin, im neuen, wenn ich das möchte. Das Geniale hierbei ist das Leder. Lenkrad. Das Ganze hat mehr automotive Optik bekommen. Ja. Ist nicht mehr so Kastenwagen, Nutzfahrzeug, nee. DPD. Überhaupt nicht. Also das Lenkrad liegt wirklich super in der Hand. Auch hier mit dieser Einfräsung hier, wo ich meine Daumen einlegen kann. Und das Multifunktionslenkrad ist wirklich super gearbeitet. Also es fühlt sich von der Haptik her extremst hochwertig an. Also das vermutet man jetzt nicht, wenn man das Lenkrad in die Hand nimmt, dass man hier in einem Kastenwagen sitzt, wo ich normalerweise meine Farbdose auch noch mit wegbringen könnte oder so. Ne? So, ihr habt einen Fernseher eingebaut, das ist optional. Der Fernseher muss ja nicht an der Sat-Anlage hängen. Das heißt, der kann ja zum Beispiel mit einem Stick und einem Router Netflix gucken und so weiter. Aber der ist hier in einer tollen Position. Genau, also ich bestelle die Fahrzeuge, die bei mir in der Ausstellung stehen, alle mit TV-Vorbereitung. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn man das nicht tut, geht Malibu leider hin und baut an der Stelle des Fernsehs so ein kleines Regälchen ein. Das ist sicherlich für die Optik sehr schön. Ich denke aber eher funktionell und hoffe auch, dass unsere Kunden funktionell denken. Ich hoffe, dass wir vielleicht einen Wagen hier stehen haben, wo man das mal später zeigen kann. Es wird aber schwer sein, einen solchen hier zu finden, der diese Option halt eben hat. Und wenn man dann später etwas nachrüsten möchte, dann kann man dieses Regal nur schwer wegnehmen. Das heißt, es ist zwar wegzunehmen, aber die Befestigungspunkte bleiben sichtbar. Deswegen bestelle ich immer mit Option Vorbereitung TV. Da heißt, da ist der Halter dabei, alles halt so gegeben, Verkabelung ist dabei. Ich brauche nur einen Fernseher aufhängen. Und wie du gerade gesagt hast, die meisten meiner Kunden schauen mittlerweile schon tatsächlich übers Internet Fernsehen. Ich habe da jetzt gerade eine neue Router-Generation, die ist heute Morgen geliefert worden. Die verbauen wir gerade. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwann einen Film drüber machen, wo man wirklich viel, viel schnelleres Internet hat wie alle anderen, über halt so eine 16-Cut-Lösung oder vielmehr 19-Cut. Die meisten haben ja 4-Cut-Router halt dementsprechend drin. Das Ding kann schon richtig was. Ich baue da gerade ein Fahrzeug um, der komplett sagt, ich möchte keine Antenne aufs Dach, möchte komplett übers Internet Fernsehen gucken. Weltweit. So. Jetzt, ich zeige mal gerade da hinten, da steht jetzt ein Malibu, das ist jetzt ein 21er, der drüben steht, der hat dieses Panoramadach mit drin, das ist schön, aber es ist ein bisschen lauter, man kauft sich das mit ein bisschen mehr Geräusche. Ja, aber das ist wirklich minimal, ja, das macht ja, aber wenn da jemand ja, empfindlich ist, und sagt, ich bin unterwegs, ja. Weil ich habe hier kein Dach drin, die Windgeräusche müssen ja irgendwie hin, also ich habe es mal probiert, man hört es ein bisschen, das Auto ist so leise geworden, also ihr müsst mal wirklich Fiat Ducato 8 mal fahren. Das ist so. Nicht der 7er war ja schon leise, ja. Aber der 8er, da hörst du fast nichts mehr. Ja, ja. Der Verbrennungsablauf im Motor ist auch nochmal deutlich ruhiger geworden. Also das Auto läuft mittlerweile sehr, sehr ruhig und kultiviert. Auch Windgeräusche halten sich absolut im erträglichen Maße. Sound. Ihr habt viel Wert gelegt, dass der Sound ordentlich ist. Zwei ordentliche Vorbereitungen da sind. Man kann das mit Jenat aufrüsten. Korrekt, und mit vielen anderen. Ja. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, das ist Sound jetzt für die Tagesschau und Co. Das ist ganz okay, sag ich mal. Du bist jetzt Soundfetischist, aber wenn da einer kommt und sagt, ich will da wirklich aufrüsten, da habt ihr was, oder? Ja, also du hast das schon richtig schön beschrieben. Also da ist im Grundsatz, hier ist Musik drin, für Fernseher und normales Radio reicht das dicke aus. Ich bin jetzt allerdings auch nicht der Freund, ich liebe zwar ein unheimlich schönes Klangerlebnis im Auto, bin aber nicht der Freund, wo ich jetzt sage, ich mache hier so eine mega Anlage rein, weil das ist Blödsinn, finde ich, in einem Campingfahrzeug. Ich möchte ja nicht den ganzen Campingplatz beschallen. Zeig mal. Guck mal hier. Wenn ich ja meine Musik
selber höre. Hier vorne ist sogar, damit du gut durchkommst, ist dieses Möbel hier angeschrägt worden. Ja, das sieht man richtig. Das läuft ja. Ja, gut, du sagst ja, aber das ist bei vielen nicht so. Das heißt, du hast hier maximalen Einstieg und der Weg hier drinnen, der bleibt gleich. Ja, geh mal durch. Geh mal durch, genau. Das ist also hier so ein bisschen, der Möbel ist konisch gebaut halt. Der läuft hier zum Eingang hin halt etwas weiter zu. Das sind also gut und gerne irgendwo 7 oder 8 cm, was sich das nach hinten verjüngt. Und ich habe trotzdem wirklich riesengroße Schubladen, wo ich also hier meine Besteckeinleger habe, die auch komplett aus Holz gefertigt sind. Habe hier diesen Soft-Close drin, wo sich also die Schränke nochmal alle separat von alleine zuziehen. Und hier unten habe ich auch nochmal ein Riesenfach. Also hier Stauraum im Malibu. Das ist wirklich sensationell, was man da an Möglichkeiten hat. Ja, hier das berühmte. Das finde ich ganz toll, wenn du mir das mal gerade zeigst. Man soll auch bitte drauf schneiden, weil ich habe nämlich im Internet bereits schon diese Schneidebretter mit Patina gesehen zum Vielfachen des Neupreises. Ja. Wenn dort zum Beispiel Stars geschnitten haben. Wir haben ja viele Stars, die ihr schon hier hattet. Es kommt morgen sogar jemand. Ja, darf man darüber reden? Ja, Star. Ich weiß nicht, jeder wird ihn kennen, aber ich sag mal, die Automobilleute kennen ihn. Der Lenz David Arnold ist morgen wieder hier. Mit dem mache ich gerade auch nochmal so eine Challenge eine, wo wir auch demnächst nochmal drüber berichten. Da möchte ich aber jetzt noch nicht vorgreifen. Wird wieder sehr unterhaltsam für meine Also wenn der da mal reingeschnitten hat. Aber zeig's nochmal das Detail. Genau, das heißt, da kann ich jetzt die Kaffeemaschine oben drauf stellen. Ganz genau. Du kannst Kaffeemaschine drauf stellen oben. Oder halt dafür ist es ja eigentlich gedacht, wenn ich jetzt hier mal gerade ein paar Tomaten schneiden möchte, zip, 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 dann kann ich hier gleich dann zack in meinen Topf rein. Das ist so eine dritte Hand im Haushalt. Hier habe ich nochmal so ein kleines Schneidebrettchen, was ich hier halt dementsprechend halt wegstellen kann. Und hier habe ich dann halt meine kleine Spüle. Ich sag mal immer klar, für Teller und Tassen zu spülen reicht mal, das. Die Truma 6 ist ja fast hier ein Durchlauferhitzer. Was habe ich denn für ein Wasservolumen hier im Auto, Frischwasser? 100? Der Wagen hat 100 Liter Frischwasser, ganz genau. Und ich sag mal, wenn ich jetzt für mich alleine fahre, komme ich da auch gut 5-6 Tage mit hin. Arbeite natürlich dann auch mit einem Mittel, wo ich das Wasser mit behandle. Wenn ich meine Frau mitnehme, das ist ja so ein langhaariges Monster, sage ich jetzt mal, die jeden Tag ihre... Vorname deiner Frau? Claudia. Die Claudia, die wäscht jeden Tag ihre lange Mähne. Auch das geht übrigens im Malibu. Dann ist Wasser nach 3 Tagen ist MTV. Ja, aber es geht mit... Also ich war jetzt mal in Bern, habe auch 100 Liter... Nee, ich habe nur 80 Liter dabei gehabt. Und das ging. Tank war noch halb voll. Man nimmt sich da ein bisschen zurück. Klar, wenn ich natürlich dusche wie zu Hause, das geht nicht. Aber also man sollte dann, ich sag mal, zwischendurch auch schon mal das Wasser abdrehen und nicht permanent laufen lassen. Es wird einem ja durchs Camping wieder mal etwas bewusster, wie wir mit unseren, ich sag mal, Rohstoffen halt rumaßen oder auch halt dementsprechend nicht. Du hast gerade schon gehört, wenn ich hier so ein Fach aufmache, alleine dieses... Das war jetzt der Vorführeffekt, dieses Klangbild wollte ich sagen. Nein, es klappert nicht. Ja, es klappert nicht. Mir ging es aber um dieses, von den Metalljanieren, dieses Klicken halt nochmal darzustellen. Und, dann mach mal zu bitte, dann zeige ich mal gerade ein schönes Detail. An der Seite habe ich hier Glas. Ja. Und dann sieht man hier sehr schön, da sind ganz viele kleine Gummi. Polsterchen mit drin, damit es eben nicht klappert. Jetzt, ich sag mal, bei Kastenwagen habe ich einen riesen Vorteil. Ich baue ja von außen nach innen so und habe nicht das Problem, was also viele Teilintegrierte haben, dass es dann zu großen Verwindungen kommt. Das Ding ist einfach, hat viel weniger Geräusche wie viele Teilintegrierte. Ja, das ist sicherlich so richtig, wie du das sagst. Dieses Glas hier übrigens, das haben wir deswegen da, um eben halt, hier drunter ist ja der Kocher, wenn Kochdünste halt entstehen, dann können die sich hier ruhig drauf ablegen und dann kann ich das eben gut sauber halten. Ich habe nicht nach ein paar Jahren den Schrank versaut und diese Gumminöpfe sind genau dafür. Genau, wenn du mal kurz mal aufmachst, dann zeige ich das mal. Mhm. Die kann man übrigens bei dir auch einzeln kriegen. Ja, natürlich. Das heißt, wenn also einer sagt, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Dämpfung drin, das geht. Ja. Und die ziehen sich richtig zu, oder? Ja, ganz genau. Also ich ziehe jetzt hier dran, also das hat auch kaum Spiel im Schloss halt dementsprechend drin. Und wenn man jetzt mal hier sieht, da sind Metalljaniere drin. Ja, ich kann da ruhig dran rupfen jetzt hier. Da verzieht sich nichts. Ich habe auch noch nach wie vor das gleiche Spaltmaß, wie bevor ich mich damit meinen 105 Kilo drangehangen habe. Das ist schon Möbelbau für einen Kastenwagen. Ich sag mal, ganz großes Kino, was wir hier verarbeiten. Es gab mal so einen Werbespruch von Malibu. Mehr Reisemobil findest du in keinem Kastenwagen. Und ich finde, das stimmt tatsächlich, wenn ich mir die Haptik anschaue, jetzt hier vom Holz, auch hier dieser Wandbelag halt drin, dementsprechend jetzt hier... Das meinte ich. Das war das, was ich eben zeigen wollte, vielmehr hören lassen wollte. Das Klangbild von diesen Klappen hier. Das ist schon nochmal. Ja, also das Klangbild von diesen Klappen hier. Zack. Das ist jetzt hier. Das sollte zumindest. Ich muss gestehen, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Warte nochmal.
Ja, das ist schon. Ja, ja, satt. Ja, das ist richtig satt und hier kannst du ruhig mal dran rumrupfen. Mhm. Da passiert nichts dran. Auch die Lichtschalter, Andreas, alles, wir müssen, was hier verbaut ist. Wir sind bei 30 Minuten. Wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Guck mal hier, Ambientebeleuchtung. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt steinigen, aber Ambientebeleuchtung ist hier mit drin. Das ist auch stark verbessert worden. Es flackert nichts. Wir haben also nicht diese Pulsweitenmodulation, die irgendwie empfindliche Leute da zu Problemen kommt. Ich habe viel Platz. Dann habe ich ein richtiges Klo, ich hätte fast ein anderes Wort gesagt, denn PC. Der ganze Platz, also da kann man richtig drin duschen, weil du kannst dieses Klo komplett versenken. Lass zeig mal bitte. Kurz rein. Ja. Genau. Ich gehe mal kurz rein, also das geht wirklich easy going. Das heißt, jetzt hier habe ich jetzt so meine Stellung, mit der ich mein Geschäft erledigen kann. Die Mittelposition wäre jetzt dafür da, um die Klosette halt dementsprechend rauszuholen. Und dann kann ich es nochmal ganz wegklappen und habe jetzt hier halt. Warte, ich zeig das mal gerade. Wenn du mal gerade ganz reingehst, bitte. Ja, ich bin ganz so drin. Genau. Du hast ja deine roten Hallenturnschuhe. Dann sieht man das 1,80 Meter Stehhöhe. Das geht. Das geht, absolut. Das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt kommt der Clou in den 22er Modellen. Ich kann jetzt hier wirklich mit einem Handgriff, zack, habe ich hier Waschbecken und alles abgesichert. Und jetzt ziehe ich hier dran. Jetzt sehen wir uns nur nicht mehr. Und dann habe ich meinen Duschraum fertig und zack, Duschraum. Das war's. Das heißt, ich muss nicht irgendwie. Nein. Dann der Vorteil ist gegen dem Schwenkbad, ich habe viel mehr Platz. Das ist also nichts gegen Schwenkbäder, ich habe gerade eins, aber das nimmt so viel Platz weg. Hast du das bei dir? Ja. Ja, also ich finde es, ich weiß nicht, also ich finde es unmöglich. Genau, geh mal gerade aufs Klo drauf, dass man sieht, du bist ja ein großer Mann mit langen Beinen. Ob das klappt, denn viele haben Probleme, wenn die Klotür nämlich zu ist, dass überhaupt noch. Nee, die Tür kannst du jetzt zumachen. Geht. Das ist überhaupt kein Problem, jetzt habe ich jetzt hier noch. Zack, so. Hier habe ich halt jetzt die Möglichkeit, beim Toilettengang mir noch parallel die Zähne zu putzen oder was auch immer, weil alles ist ja in erreichbarer Weite. Riesenstaufächer. Riesenstauraum. Hier kann man nochmal Waschmittel oder Handtücher einlagern. Was ich ganz schlimm finde, ist dieses Glasreinigungsmittel, was jeder dabei hat. Die Flasche ist so groß. Ja, und dann stehst du nämlich, du weißt gar nicht wohin damit, die geht da rein. Kann man hier. Theoretisch brauchst du ja nicht, weil du hast ja eine Brause auf der Seite, die kann man nicht ausziehen, die ist fest, oder? Nein, die ist fest hier. Du hast ja hier deinen Brausenkopf und deinen Schlauch. Halt ist der Spiegel noch, ist da noch was dahinter? Nein, da ist nichts mehr dahinter. Okay, super. Ich habe also, der war ja früher zum Klappen, aber das ist jetzt dieser neuen Duschtür zu. Genau, wenn du die mal gerade langsam mal gerade nochmal zumachst, dass man mal sieht. Also die ist da, das heißt, du brauchst keinen Vorhang zu zuppeln, irgendwas, nix. Nein. Gut. Früher war dieser Spiegelschrank halt zum Öffnen, was du eben halt angesprochen hast, das hat man jetzt weggenommen, weil diese Kassette nimmt ja auch ein bisschen Platz weg am Ende des Tages. Mhm. Nimmt auch ein bisschen Platz weg halt dementsprechend, aber das braucht man nicht. Dafür ist dieses Fach halt dementsprechend größer geworden. Ablauf, das klappt gut? Der Ablauf, wir haben hier zwei Abläufe. Ja, beim Malibu halt hier hinten. Und am Klo ist noch einer. Genau, ja. Da ist noch einer. Das heißt, ich habe also genügend Ablauf hier. Und was auch ganz gut ist, ich kann hier mit relativ wenigen Handgriffen, wenn ich diesen Schlauch verlängere, gibt den in jedem Baumarkt 50 cm länger, dann kann ich den Duschkopf hier durch das Toilettenfach durchreichen und habe im Grunde genommen dann meine Außendusche. Ganz krass. Klar. Also das Toilettenfach, ich habe mich schon gewundert, wie ich dann rankomme an die Kassette. Das heißt, es gibt eine Position zum Entleeren der Kassette, richtig? Genau, das ist die mittlere Position. Das ist jetzt die Duschposition, ganz raus ist die geschäftliche Situation und in der Mitte halt habe ich dann die Situation, wo ich dann. Weißt du, was Tolles? Es heißt XL Flexibad 1000. Das ist ganz neu. Ja. Zwei Gliederjalousien zur variablen Abtrennung des Waschraums, der Toilette oder der kompletten separierbaren Duschkabine und Platzsparende zweiteilige Schiebetür für extra breiten Waschraumzugang. Wir sind im Kastenwagen, muss man sagen, und nicht im Teilintegrierten. Kann gut lesen. Hast du aber schön abgelesen. Ja, ganz genau. Also all diese Begriffe, die da draufstehen, sind natürlich alles Begriffe der Superlativen. Wenn man die alleine hört, denkt man jetzt, man spricht hier von einem riesengroßen Luxusliner oder so. Wir sind im Kastenwagen, aber für den Kastenwagen ist es genauso, wie du sagst. Es ist viel Understatement, muss man sagen, bei Carthago. Ja. Wiederverkaufswerte, wir haben uns drinnen mal kurz drüber beömmelt. Du hast teilweise Gebrauchte, die gehen hier zu richtig
tollen Preisen, fast Neuwagenpreise über den Ladentisch. Ja. Das ist auch der Grund, warum du Leuten sagst, ruhig mal kaufen, auch mal probieren. Ein, zwei Jahre fahren, probieren. Man kann ihn jederzeit zurückgeben. Du findest dafür dankbare Käufer und ich sag mal, die Preise entwickeln sich ja leider nicht nach unten, sondern nach oben. Das heißt, also der Werterhalt ist extrem. Genau, also die Preissteigerung im Neuwagenbereich läuft gerade gegen Wertverlust in den Fahrzeugen. Und so habe ich eben, genau wie du gerade sagst, die Möglichkeit, ein Fahrzeug, wenn ich das ein Jahr oder zwei fahre, für einen minimalen Wertverlust wirklich ein Jahr oder zwei zu fahren. Gerade die Kastenwagen, muss man sagen. Und wenn man zwei Jahre lang gemietet hätte, hätte man mehr Miete ausgegeben, wie jetzt am Ende des Tages. Nee, ich sage es nicht. So, jetzt ganz toll, muss ich sagen. Ich muss ja meine Lanze für den AES-Kühlschrank nochmal brechen. Das ist ja jetzt, denn viele sagen, Kompressor. Ich habe jetzt einen Kompressor. Ja. Ich mache ihn nachts aus, muss ich sagen, weil selbst, selbst das Leise, die leise Stufe, geht mir auf den Geist. Ich habe kein Gefriergut drin, muss ich sagen. Deswegen kann ich ihn nachts ausmachen. Dann hat er am nächsten Morgen hat er immer noch 8 Grad. Ja. Aber er macht halt Geräusche nachts. Da kommst du nicht drum rum. Und hier, du hörst ihn fast überhaupt nicht. Das ist so. Also ich weiß, es gibt ganz viele Fans und da kann man nur auf der falschen Seite stehen. Ich persönlich würde für mich jetzt eher in Richtung Absorberkühlschrank gehen. Malibu geht jetzt aber auch den Weg in Richtung Kompressorkühlschrank, wo es geht. Und der Kompressorkühlschrank in einem großen Reisemobil mag sicherlich sinnhaftig sein, wo ich Energie ohne Ende habe, wo ich auch weit genug vom Kühlschrank weg bin. Im Kastenwagen ist der ja nie so weit weg von mir und man hört den einfach laufen, den Kompressor. Und ich bin sowieso oft nachts wach und wenn ich mich dann noch die ganze Nacht mit dem Geräusch vom Kompressor beschäftigen möchte, komme ich gar nicht mehr in Schlaf. Das ist so phänomenal, da wir sind auf 6 Meter Länge und das, was wir jetzt zeigen, ist nämlich genau an der richtigen Stelle, nämlich gegenüber vom Bad. Strümpfe, Unterwäsche, zeig mal bitte. Ganz genau. Das hatte ich eben so, by the way, mal diese Multifunktionsschubladen einfach rausgezogen und du hast vollkommen recht, hier kann man quasi genau die Wäsche, die ich unmittelbar nach Dusche oder nach Bad habe. Unten Schmutzwäsche zum Beispiel. Ganz genau, zu mir nehmen möchte, kann ich hier reinlegen und dann, wenn ich aus dem Bad komme, direkt kann ich das hier aufnehmen. Jetzt kommt es noch besser. Neben, hängende Kleider. Genau. Hier neben habe ich noch mal ein wenig Kleiderschrank, um jetzt zumindest mal Jacken etc. relativ lange Dinge auch einbringen kann in Schulterbreite, also in Kleiderbügelbreite, ohne dass ich jetzt das irgendwie so ein Tetris-Spiel zusammenbaue. Darf ich noch ganz kurz was zeigen, lieber Andreas? Ich war noch nicht fertig. Guck mal hier. Ja. Das ist der Verschluss, der neue. Ja. Und das ist so. Die klappern immer solche Türen. Also man hat das so stark minimiert, wie es irgendwie nur geht. Das ist besser geworden. Ja. Und auch da, wenn einer empfindlich ist, ihr könnt da unglaublich viel machen. Ihr habt so spezielle Bänder, die man nochmal einkleben kann. Ja. Also ruhig mal fahren und dann sagen, da klappert noch ein kleines bisschen was. Ihr könnt da noch Abhilfe leisten. Oder? Unbedingt. Also ich sag mal, jedes Reisemobil, egal welches, macht immer irgendwelche Geräusche. Dem kann man entgegenwirken. Da muss man sich das Auto halt einfach mal einen Tag angucken und Akustikfahrten machen. Man bekommt die schon fast auf PKW-Niveau. Die meisten Fahrzeuge haben aber heute schon so einen hohen Standard, zumindest aus unserem Haus, dass man da nicht viel anpacken möchte. Ganz kurz noch mal zu der Türe. Ja. Die Tür ist ja auch geändert worden im 22er Modell. Das war ja vorher eine große Schiebetüre, die aber dementsprechend dick war. So, und um hier wieder etwas mehr Breite hinzubekommen, damit ich hier durchgehen kann, hat man eben jetzt hier eine zweigeteilte Türe hingebracht, die dann eben wesentlich schwarz. Er steht am Hang, müssen wir sagen. Ja, deswegen schiebt die Tür, die läuft jetzt von alleine zu. Aber dann sieht man mal, wie leicht die läuft. Wenn er jetzt stehen würde, würde die Türe festgestellt sein. Gut fände ich es jetzt noch, wenn man irgendwo noch einen Feststeller hätte seitens Malibu, dass wenn ich eben jetzt, weil die Situation kommt ja auch im Camping vor, wenn ich jetzt irgendwo mal etwas schräg stehe und kann das Auto nicht ausgleichen, dass ich die Möglichkeit habe, die Türe zumindest festzusetzen, auch in der Richtung. Ne? Sehr schön. Zeigen wollte eben noch beim Thema Kleiderschrank, da hast du mich natürlich wieder unterbrochen, wie immer. Ich habe hier auch noch mal Kleiderschrank. Ja? Warte, ich komme da. Wir sind auf 6 Meter Länge. Wir sind auf 6 Meter Länge. Also hier noch mal ein Stückchen Kleiderschrank. Und hier, das haben wir eben. Noch ein Kleiderschrank. Genau, das habe ich eben nicht zeigen können, weil das ganze Gerödel ja noch im Kofferraum war. Hier haben wir eine Matte, die deckt das also noch mal von der Optik her zu. Hier kann ich von hinten, vom Kofferraum aus, auch noch mal Dinge einbringen. Also das heißt, hier tut man die Jacken oder Hosen hin, die man eben sehr, sehr selten braucht. Und hier die Sachen, die ich jeden Tag halt brauche. Ich habe hier Platz ohne Ende. Und wenn du da unten noch mal in die Ecke reinscheinst, siehst du zum Beispiel die Isolation. So ist Boden, Seitenwand und Dach halt dementsprechend isoliert. Das ist also ein richtig dicker Schaumstoff. Was auch toll ist für die Akustik, muss man sagen. Fahrzeuge sind sehr leise. Ja.
Ihr müsst die wirklich mal Probe fahren. Also fahrt mal mehrere, auch Wettbewerber mal Probe. Unbedingt. Du sagst, allein im Wiederverkaufswert ist das, was vielleicht ein Malibu ein bisschen mehr kostet gegenüber dem billigsten, kriegst du sofort wieder raus, weil die Dinger sind unglaublich gefragt, ja. Weil die Leute wissen, ich sag mal, ich habe immer Malibu als sehr teuer empfunden. Also vom, wenn ich einen gesehen habe, habe ich gesagt, oh, das ist aber ein teures Auto. Das stimmt gar nicht. Wenn du guckst hier 59 für die Ausstattung, ist da der TV schon mit drin eigentlich? Also die 59, die da dran stehen, sind so, wie das Auto jetzt hier ausgestellt wird. Das ist natürlich ein Dummy, da ist noch kein richtiger Fernseher rein. Also da kommt immer noch was dazu. So 2.000, 3.000 Euro, die werden die Leute immer noch mal... Lithium zum Beispiel, geht? Geht, alles selbstverständlich. Fetter Ladebooster geht? Geht, der Ladebooster hat er ja eh an Bord ab Werk, aber einen sehr kleinen halt, aber ein fetter beispielsweise würde auch gehen. Also Vorteil wäre, ich könnte dann zum Beispiel 200 Ampere-Stunden reinmachen, wo ich 100% entnehmen kann, mache einen Ladebooster rein mit, ich sag mal, 60 Ampere oder 40 Ampere, geht, was immer voller Akku. Solar, wird Solar stark verlangt? Solar wird leider sehr stark gefragt. Ich bin ja nicht so der große Solar-Fan. Wenn ich jetzt das Auto unterjährig nutze, habe ich ja nur ein halbes Jahr was von meinem Solar. Es gibt ein gutes Argument für Solar, was also viele Kastenwagenbenutzer lieben. Das ist? Du hast immer eine volle Batterie. Das heißt also auch im Winter doch, die Erhaltungsladung ist automatisch. Ich sehe das anders, aber egal. Ja, du kannst das ja so sehen. Also ich sehe das so. Du hast also immer, wenn du reinkommst, eine volle Batterie. Ja, also wenn ich jetzt im Winter wirklich fahre und ich fahre irgendwo hin, wo es schneit und meine Sonate nicht. Genau. Und das ist ja nun mal die Praxis. Liegen 20, 30 Zentimeter dick voll Schnee drauf, dann habe ich von Solar gar nichts. Ja. Und wenn ich 365 Tage, und das tue ich, mein Reisemobil benutze, bin ich mit Solar nur halb gut aufgestellt. Ist ja, denn ich verbringe die kalte Winterjahreszeit beispielsweise in Spanien oder so, dann auf jeden Fall Solar. Es gibt ganz klare Argumente für Solar. Unterjährig gesehen bin ich ein großer Fan der Brennstoffzelle. Es kommt noch was. Die kann ich, wenn ich mein Fahrzeug wechsle, wirklich mit einem Handgriff mit ins nächste Fahrzeug nehmen. Du musst ja das Tel-Air mal angucken. Hast du schon gesehen, was ich gefilmt habe auf der Messe? Ich habe das Video habe ich gesehen. Das ist schon sensationell. Ja, also das ist ein Diesel... Nee, ein Gas-Batterie-Ladegerät, was sehr extrem leise ist. Also klar, nachts würde ich es nicht betreiben, was du aber einfach laufen lassen kannst. Und das macht, ich glaube, 400 Ampere-Stunden in 12 Stunden voll. Ja. Also das war schon phänomenal, kostet aber auch 3.000 Euro. Das ist ja ungefähr das gleiche Prinzip, sage ich jetzt mal, der Brennstoff. Die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle, nur dass die halt mit Methanol arbeitet. Aber dann sagen die Leute, Efeu, das ist so teuer, diese Brennstoffzelle, das Nachfüllen. Ja, du darfst das nie aufs Kilowatt zurückrechnen. Der teuerste Strom ist mit der Brennstoffzelle, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich will ja autark sein und wenn ich jetzt irgendwo... Der Vorteil ist, die hörst du gar nicht. Die hörst du wirklich nicht. Nein, also ich hatte die bei mir im Reisemobil, im Moment habe ich keine in meinem Auto drin, hatte ich in der Heckgarage stehen und habe im Winter die Abwärme der Brennstoffzelle dazu genutzt, um meine Heckgarage zu heizen, damit meine Skiklamotten trocken werden. Du Fuchs. Ja, mit einem Schieber drin. Im Sommer mache ich den Schieber auf, geht die Abwärme nach draußen, im Winter bleibt die in der Heckgarage. Andreas, wenn du mal gerade deinen Poppes mal aufs Bett buxierst, dann zeigen wir mal, da gibt es einen tollen Tritt, den man auch wirklich sinnvoll benutzen kann. Das ist auch zeitgleich eine Staufach oder auch nicht? Nee, das ist nicht mehr. Das war früher mal, da hatte man hier ein Staufach drin. Das ist mittlerweile kein Staufach mehr. Ja, es hat einen Grund, weil der Zoll hier an der Grenze das immer dann geöffnet hat. Ach Quatsch, nicht deswegen. Nein, den Grund kenne ich jetzt nicht, was die Karthago Malibu Techniker sich dabei gedacht haben. Früher konntest du das so hochziehen. Das ist nicht mehr so. Es gibt da kein Fach mehr drin. So, jetzt mal bitte ein kleines bisschen zurückgehen. Du musst ja nicht mit den Füßen drauf. Nochmal eine ganz große Lanze für das Thema Querschlafen. Genau, ich zeige das mal gerade. Du gehst also hier auf den Kunststoff drauf. Du bist 1,80 Meter. Du bist jetzt mal ganz gerade wie eine Ölgötze. Genau, aber so schlafe ich nicht. Ne? Wenn du alleine fahren würdest, das mache ich immer. Ich schlafe immer quer, muss ich sagen. Immer. Okay. Weil der Vorteil ist, du kannst in die eine Richtung quer, in die andere Richtung quer. Du musst nur gucken, dass der Kopf halt oben liegt. Du hast aber richtig viel Platz. Viele fahren alleine. Man muss immer sagen, weil ganz viele sagen, ich bin ja unterwegs mit einem Pärchen. Ja, das stimmt. Aber viele machen Vanlife alleine, gerade jüngere Leute. Für viele junge Leute ist der Karthago eine Option. Sven, du hast so eine beruhigende Stimme. Warte mal, ich mache mal gerade die Radio. Für viele jüngere Leute ist der Karthago eine große Option, weil zum Beispiel Andreas mal rein die Möglichkeit hat, mal zwischendurch, nee, Spaß beiseite, querschlafen ist der Hammer, oder? Ja, also querschlafen ist der Hammer. Ich sag mal, das ist ja jetzt meine normale Schlafposition. Ich liege ja auch immer ein bisschen angewinkelt im Bett halt dementsprechend. Nur mit 1,82. Es geht also auch kerzengerade.
Ich wüsste jetzt allerdings nicht, bei welcher Gelegenheit. Probeschlafen hier. Du hast alle Grundrisse da. Es gibt ja auch Längsbetten. Ja, ich glaube, ich habe jetzt im Moment keinen, den es nicht gibt. Ne? Dass das Übereinandersteigen ist oft das Argument, stimmt. Ist ein gutes Argument. Ist so, ja. Ist so, aber trotzdem sollte man sich gut überlegen. Du bist mit 6 Meter viel flexibler. Ja. Was lachst du denn so? Ist gut. Ich ernst gemeint dazu. Ja, ja, ist schon wenn klar. Man nicht übereinander steigen muss, man kann ja auch aus der Hecktür aussteigen. Aus der Hecktür. Nein, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ja, das ist für viele ein Argument, eben genau bei 6 Metern. Man muss eben, wenn man nachts auf die Toilette möchte, muss halt eben der eine über den anderen steigen. Genial, guck mal hier. Meistens sind wir Männer das hier nachts. Ich muss Gas geben, weil wir könnten noch 2 Stunden. Ja. Da kann man wirklich ein Handy reinlegen. Ich habe das mal probiert, das funktioniert, in dieser Rinne. Das funktioniert. Hier hast du nochmal USB-Anschluss, sodass ich das auch dementsprechend halt mit Strom beaufschlagen kann. Hier habe ich nochmal in der Ecke Staufächer, wo man Sachen hinlegen kann. Jetzt sieht man sehr schön, weil ich habe ja an der Seite habe ich ja keine Fenster. Genau. Wegen den Querschlafen. Und hier, dass du nicht dagegen kommst, das sind die Schütze. Nachts mit dem Ellenbogen oder so, das sind die Schütze halt dementsprechend. Und hier habe ich dann eben mein Verdunklungs- bzw. auch Fliegengitter, sodass ich das Fenster auch nachts öffnen kann. Hier oben sieht man aus den großen Karthago-Modellen die Anleihe. Das ist diese Schiffsoptik, die Leute so lieben. Und das kommt natürlich mit dem Holz ganz anders wie mit grauen Holz. Genau. Das hier ist Yachtoptik, oder? Ganz genau. Wir schauen uns gleich auch mal andere Stilwelten halt dementsprechend an. Also es geht auch sehr modern mittlerweile bei Malibu zu. Das ist jetzt wirklich die klassischste Variante. Ja, du sagst das genau richtig. Zeitlos. Also es hat nichts zu tun mit Kirsche. Man sieht es auch hier vorne schön, denn ich sag mal, Malibu ist ja nicht vollkommen bescheuert in der Designabteilung, dass sie das nicht raffen, dass der Trend natürlich zu Grau geht, aber die Verbindung mit Grau und Kirsche, das ist so schön gelöst, weil du siehst auch hier die grauen Polster, da hätte man ja jetzt auch dieses, weißt du, dieses Beige irgendwas reinmachen können. Nee, sie haben es gelöst, trotzdem diese warme Schiffsbodenoptik, die mit drin ist. Dann der Boden ist leider das Einzige, was man nicht wechseln kann bei uns, also in der Optionsliste, wenn man jetzt ein Fahrzeug neu bestellt, man hat immer den gleichen Boden drin. Der Boden passt allerdings zu allen anderen Stilwelten. Also das ist überhaupt kein Problem. So, komm, das ist jetzt noch nicht mal der teuerste, muss man sagen. Es geht also beim Kastenwagen bis 100.000 Euro, wenn man alle Optionen zieht. Ja. Das geht, aber es ist ein ganz tolles Fahrzeug, mit dem ich wirklich einen Werterhalt habe, das jetzt im Modelljahr 2022 mit größter Wahrscheinlichkeit im Weiß kommt. Der Vorteil ist natürlich, muss man schon sagen, schwarze Fahrzeuge heizen sich einfach ein bisschen mehr auf. Da kann die Isolierung noch so gut sein. Schwarz ist vielleicht eine tolle Option für eine tolle Optik oder ich will es im Winter schön warm haben, wenn die Sonne rauskommt. Aber Weiß hat natürlich alle Optionen offen. Und du sagst, wenn also einer das gern in Silber foliert haben möchte, soll er sich bei dir melden? Jede andere Farbe auch. Ist überhaupt kein Problem. Also es gibt ja heute im Folienprogramm gibt's alle Farben inklusive dieser Effektlackierungen. Das ist kein Thema. Das können wir alles folieren. So, und da ist jetzt gerade eine Mücke drauf. Eine Fliege. Zack, eine Fliege drauf. Wir sind nämlich hier im landwirtschaftlich geprägten. Ja. Wie ist der Ortsname hier? Wie heißt er? Das nennt sich Aldenhofen. Nein, dieser spezielle Ort. Oh, ganz speziell nennt er sich Dürrbosla. Kommt irgendwo von ganz früher her, heißt übersetzt Dürrer Busch. Hier gab es wohl irgendwann mal einen Busch, der relativ ausgedörrt war. Und der hat dem Ort wohl den Namen gegeben. So ist es manchmal. Wir liegen hier direkt an der B56. Du siehst den Verkehr hier, der direkt bei unserem Handelsplatz vorbeiführt. Und wir liegen auch mit der gesamten Betriebsbreite direkt an der B56 und sind 600 Meter von der Autobahnabfahrt Aldenhofen A44 sind wir erreichbar. Also sehr, sehr gute Verkehrsanbindung und auch reichlich Parkmöglichkeiten für unsere Kunden, auch mit Reisemobil. Ja, du bist der größte Karthago-Händler Europas, wenn nicht der ganzen Welt. Also wenn Europa, ich habe es ja gesagt, nicht du. Wenn Europa, muss es die Welt sein. Und ich sag mal, einer der größten. Es gibt schon noch den einen oder anderen, der ähnlich groß ist. Aber ich behaupte mal, dass wir die meisten Fahrzeuge vorhalten. So, du hast schwer investiert, muss man sagen, in Werkstatt und Co. Da kommt demnächst noch was. Also es gibt eine Erweiterung. Ja, genau. Wir bauen du suchst jetzt Leute gerade, richtig? Ja, ich suche Leute gerade. Wobei, wir haben diese Woche noch mal 2 Leute hier zum Probearbeiten. Wir werden, denke ich mal, jetzt auch in den nächsten Tagen das Thema abschließen, weil wir den Service halt massiv ausbauen. Suchen wir Mechaniker. Wir haben im Verkauf gesucht, aber auch da sind wir jetzt glücklicherweise wieder komplett besetzt, sodass wir also auch dem Anrang der Branche gerade da standhalten können. So, und der wird jetzt umgebrandet, der Weinsberg in Karthago? Genau, wir machen aus allen Weinsberg, machen wir jetzt ab sofort Karthago. Richtig, nein, den haben wir eingetauscht. Der ist irgendwie am Freitag hier abgegeben.
abgegeben worden. Der Kunde hat einen Liner Fatou bei uns gekauft. Und jetzt machen viele. Das heißt, die probieren auch ein tolles Auto, so ein Weinsberg. Aber der Liner Fatou natürlich, haben wir schon viele Videos drüber gemacht. Eines der meist abgerufenen Videos wegen der Hexetruppe. Das ist so, ja. Das ist so. Und ja, lieber Andreas Marein, Anfang November. Wir haben Skiwetter hier, muss man sagen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen. Beschreib mal ungefähr, wir sind unweit von Aachen und von Düsseldorf. Genau, wir sind also so 15, 16 Kilometer von Aachen weg und von Düsseldorf aus in Zeit gemessen circa 30 Minuten. Unser Betriebsleiter, der wohnt mitten in Düsseldorf, der kommt jeden Morgen hierher gefahren. Und von Köln aus haben wir auch gute 30 Minuten. Was phänomenal ist, Leute kommen aus ganz Europa zu euch, weil ihr habt wirklich die größte Ausstellung, wo man die live erleben kann. So. Und was ganz Besonderes ist, ihr habt ganz viele Vororder-Fahrzeuge vorrätig zum Mitnehmen. Das heißt, wenn ich also jetzt hier die Blitzanweisung mache mit meinem Notebook, ja, dann ist die ja in der Regel ruckzuck da, dann kann ich das Auto gleich mitnehmen. Wie läuft das mit der Zulassung? Kann ich das mit der gelben Nummer verhandeln? Ja, also wir könnten hier ein Kurzzeitkennzeichen gleich beim Straßenverkehrsamt halt abholen und der Kunde kann sofort losfahren. Okay, das heißt, der kriegt ein Kennzeichen hier mit jülicher Nummer, oder? Ja, genau, über ein Kurzzeitkennzeichen. Im Regelfall ist es ja so, dass der Kunde noch den ein oder anderen Anbau gemacht bekommen möchte. Kaum ein Fahrzeug geht ja so vom Hof, wie es hier steht. Deswegen haben wir auch so extrem viele Fahrzeuge, weil ich gehe ja schon ein ganzes Jahr vorher, gehe ich hin und gebe meine Vororder bei Karthago ab und die ist halt so üppig, dass ich über das ganze Jahr eben über so eine große Ausstellung halt verfügen kann und auch immer direkt lieferfähig bin. Weil im Moment entscheidet oftmals über Kauf oder Nichtkauf die Lieferfähigkeit eines Fahrzeugs. Das stimmt, ja. Das Fahrzeug hier gibt es in unzähligen Varianten, unter anderem mit Ausstelldach. Das ist so, wenn man das haben möchte, aber da werden wir uns gleich mal ganz viele andere anschauen. Vielen, vielen Dank, Andreas. Die Videos kommen gut an. Okay. Ich glaube aber, es liegt nicht nur daran, dass du jetzt einfach nur verkaufen möchtest, sondern ich sag mal, du liebst Reisemobile, du warst jahrelang im Ausland unterwegs mit eigenen Reisemobilen, hast einen LKW-Führerschein, C-Klasse, also kannst CE sogar, warst und kannst das nachempfinden, was die Leute, die wollen raus, oder? Ja, also meine Frau und ich, wir fahren schon seit weit über 30 Jahren fahren wir Reisemobil und wir haben auch in der Zwischenzeit mal alles andere probiert, sei es Hotelurlaub oder sei es Schiffsurlaub, wir haben auch mal ein paar Jahre lang ein Schiff gehabt, aber ich hätte schon fast wieder am Ende des Tages gesagt, ist aber auch so, am Ende des Tages kommen wir immer wieder aufs Reisemobil zurück, weil es einfach unterjährig am vielseitigsten einsetzbar ist. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es der ideale Urlaub. So, sehr schön gesagt. Hier steht er, der Malibu 600 Komfort DB für DB, steht für? Ja, für DB. Für DB und Deutsche Bahn und für 59.000 Euro und der ist tatsächlich verfügbar, wie er hier steht, oder? Ja, der ist verfügbar. Also da gibt es jetzt nicht, ja, der ist aber erst ab April oder so. Wenn einer kommt und will den haben, der hat den innerhalb von ein paar Tagen, hat er den. Also 59.309 Euro zuzüglich Zulassung, es sei denn, er lässt den selber zu. Das geht. Gelbe Nummer, die kostet wie viel? Die ist, ich glaube, so ein Kurzzeitkennzeichen, 5 Tage, 7 Tage. Ja, ist ja irgendwie immer mit Versicherung so 100, ich habe da jetzt mit den Preisen, bin ich nicht so firm drin, 100, 150 Euro oder sowas wird das wohl sein. Das könnt ihr organisieren? Das können wir organisieren. Das kann er gleich mitnehmen, kriegt eine gelbe Nummer draufgeschraubt. Ganz genau. Und kann ihn dann zu Hause zulassen, wie er das gerne hätte. Vielen Dank, Andreas. Sehr gerne. Wie heißt dein Laden? Das, genau, das ist das Karthago Center West und Marein Caravaning findet man im Internet unter www.karthago-center.de oder halt bei Facebook unter Marein Caravaning. Ja, in Aldenhofen, also einfach schauen. Ja. Und bei YouTube unter Womo Scout. Womo Scout, ja. Okay, viele Infos. Danke, Andreas. Ciao. Sehr gerne, Sven.